Herzlich willkommen auf Molekül, ich bin euer Laser und hier zum Abschlussgespräch. Ja, ich habe hier nochmal drei Autos hingestellt, die es momentan nicht in die Bewertung geschafft haben, aber noch in die Bewertung kommen werden. Und zwar haben wir hier einmal den Kyosho Sandmaster ST. Dann habe ich auch noch den Buggy von der Version. Also einmal den ST, einmal den Buggy. Dann haben wir hier den HPI Savage XSSS. Den kleinen. Der ist wirklich süß. Also 1 zu 18 glaube ich, oder 1 zu 18 oder 1 zu 16. Ich weiß gerade nicht die Größe. Ist auf jeden Fall kein 1,10er. Dann haben wir hier noch den Kyosho DBX 2.0. Ja, das war erstmal das Abschließvideo. Wie gesagt, zum Torch E kann ich noch kein Review bringen, weil, wie gesagt, das Auto habe ich noch nicht lange genug. Und wenn ich noch nicht was lange genug habe, dann haue ich da auch nicht so schnell ein Review drüber raus. Ne? Ich kann ja nicht ein Auto ein, zwei Wochen haben, fahren und dann schon sagen, was da alles hält und was nicht. Ich finde, sowas ist totaler Schwachsinn. Jeder, der sowas macht, das ist sein Ding. Ich finde das totalen Humbug, weil wenn ich ein Auto nach einem Jahr richtig testen und richtig rannehmen, getestet habe und dann auch die Schwachstellen alle entdeckt habe, dann könnte man eigentlich sich dazu äußern. Jetzt denkt sich jeder andere so, ja okay, aber ne, wenn man nach einer Woche kein Review rausbringt und das Auto ist neu, ja, die anderen wollen sich das ja dann vielleicht auch gerne holen und wenn dann noch kein Review ist, ja gut, dann hat man halt Pech gehabt. Ne? Entweder verlässt man sich auf so eine Woche, auf eins oder zwei Wochen altes Review, wo derjenige das Auto echt nur ein, zwei Wochen getestet hat und verlässt sich darauf, was der sagt und kauft sich dann das Auto und wird dann später trotzdem enttäuscht, weil das kaputt geht, dies kaputt geht, das nachgerüstet werden muss, dies, das und habt ihr nicht gesehen, der Antriebsstrang nicht mal einen Monat durchhält und, ja, dann hat man selber Schuld. Ne? Dann darf man aber auch nachher nicht rumheulen. Deswegen mache ich das so, dass ich Autos nur zeige, die ich schon länger getestet habe. Ob man sie dann noch kriegt, ist halt eben eine andere Sache. Das ist das zweite Problem. Unser Modellbaumarkt ist wirklich knapp bemessen, deswegen ist das auch so ein bisschen schwierig zu sagen, ist das klug, nach ein, zwei Wochen Review rauszuhauen. Ist das ein bisschen knapp, weil unser Modellbaumarkt ist so, die Autos tauchen auf und verschwinden wieder. Trexis macht das eigentlich ganz gut nach. Die haben es hinbekommen, dass man auch ein Auto nach 9 Jahren noch neu kaufen kann. Oder Absigma ist es auch so, aber bei Absigma und Team C ist es mittlerweile so, dass man die Autos auch von 1000 verschiedenen anderen Herstellern kriegt, weil die ihren Namen verkaufen oder die Lizenz für das Auto verkaufen. Und deswegen kriegt man dieses Auto auch von voll vielen verschiedenen Fremdherstellern, die No-Name sind. Und das nervt mich auch so ein bisschen, aber man kriegt sie wenigstens und dadurch ist die Ersatzteilversorgung auch gegeben. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Bei Ansmann ist es jetzt schon wieder schwieriger, weil bei Ansmann ist das Problem einfach so, dass man die Autos sich kauft und man kriegt zwar noch vereinzelt Ersatzteile bei eBay, aber das wird auch langsam mau, wobei ich aber sagen muss, dass die Preise ziemlich günstig sind. Das heißt, man kann sich einen Haufen von Ersatzteilen besorgen und hat dann auch für günstiges Geld oder wirklich wenig Geld viele Ersatzteile, kriegt vielleicht die Modelle auch günstig dadurch und hat dann dementsprechend noch lange Spaß mit den Ansmann-Autos. Das ist der andere Vorteil der ganzen Sache. HPI ist auch schon sehr lange auf dem Markt und über HPI gibt es auch Ersatzteile ohne Ende. Bei Kyosho ist es immer ein bisschen, Kyosho ist immer so eine Sache. Man kriegt Teile von Kyosho noch, aber das ist echt ein bisschen schwierig. Sind die Autos noch nicht so neu? Es gibt vereinzelte Autos, da kriegt man echt gut die Ersatzteile. Für den DBX habe ich jetzt nicht so viele Ersatzteile gefunden. Vereinzelt kriegt man sie, aber ist jetzt nicht so atemberaubend. Man muss sehr lange suchen. Für den Sandmaster, gut, da müssen wir Auge zudrücken, das Auto ist schon mehrere Jahrzehnte alt. Also er hat schon wirklich einiges auf dem Buckel, das Teil. Und ja, da kann man Auge zudrücken. Kann man verkraften. Für das Alter. Ja, HPI Savage. Ja, ich nehme den jetzt mir mal kurz mit rein. Hatte ich ein paar Probleme, der Antriebsstrang hinten, die Knochen sind mir gebrochen, die Boxen selber nicht, die haben ziemlich gut gehalten, aber die Knochen sind mir gebrochen, weil die zu dünn sind. Hier hatte ich das 1,10er Z drin, das hat einfach zu viel Power gehabt. Ich habe jetzt als Upgrade hier die Alu-Getriebebox geholt. Eigentlich war es das umsonst. Eigentlich wollte ich den auch behalten. Ich habe jetzt hier die 14 mm Mitnehmer vom anderen HPI Bullet hier drauf gemacht. Das sind wirklich 14er. 14er Reifen kriegt man nicht. Ich habe das nur so gemacht, damit ich hier nicht die Stifte verliere. Da muss ich noch 12er bei eBay kaufen. Werde ich wohl jetzt die Tage mal machen. Und dann normale Reifen drauf. Und dann wird der auch als Roller wieder verkauft. Mit dem Plastikgetriebebox und allem drum, was dazugehört. Zahnrädern etc. Neue Reifen kriegt er. Ich habe die Klappen gewechselt.
neu gemacht hier. Die ist mir ja gebrochen. Auf der einen Seite habe ich neu. Dann habe ich noch einen nagelneuen Käfig, den es mit dazu gibt. Dann habe ich das Teil noch einmal neu. Das gibt es dazu. Und noch so ein paar kleine Ersatzteile. Ja, und dann kann der eigentlich weg. Review darüber gibt es nicht, weil ich finde den Wagen... Ja, ich kann ja mal kurz das Review dazu bringen in diesem Abschlussvideo. Der Wagen ist eigentlich ziemlich geil. Die Federung ist top, also wirklich top. Die gefällt mir sehr gut. Die Federung ist wirklich sehr geil gemacht. Der Antriebsstrang ist gut, außer hinten die Schwachstelle. Gut, ich habe jetzt neue Knochen drin und seitdem ist nichts mehr passiert, aber gibt nicht zu viel Vollstoff, dann hält das alles auch. Ansonsten der Bumperkäfig hinten hält wie Sau. Vorne auch sehr gut, also die Konstruktion selber sehr stabil. An den Plastikteilen selber ist mir nichts kaputt gemacht. Hier ist auch kein Spiel, hier so minimal nach rechts und links. Ansonsten alles spielfrei, also HPI hat es echt drauf, ihre Autos spielfrei zu verkaufen. Also hier spielt nichts, hier habt ihr kein Spiel drin, ne? Das ist wirklich fast spielfrei. Genial. Der Antriebsstrang ist bis jetzt super, die Gearbox ist tipptopp in Ordnung. Die Sleeper hat auch super funktioniert, also da hatte ich nie Schwierigkeiten. Wir sehen aber hier an der Getriebebox, muss ich mal kurz zeigen, sehen wir schon leichte, ne? Ich muss das mal so drehen, sehen wir schon hier, kann man das sehen, in dem Licht jetzt, da sehen wir schon leichte Abnutzungsspuren vorne und hinten, hier, ja. Leider nicht so gut zu erkennen, weil hier so wenig Licht ist oder das Licht von der anderen Seite fällt. Aber wir sehen hier eben oben, dass das schon ziemlich weit abnutzt. Ja, ziemlich krass. Ansonsten an den Buchsen selber überhaupt nicht. Da ist alles in Ordnung. Auch hier an den... Achso, das sind ja hier CVDs, haben wir hier. Das heißt, hier selber keine Abnutzung wegen CVD. Und ja... Da ist mir das halt kaputt gebrochen. Gibt es aber noch einmal nagelneu dazu. Gibt es hier noch einmal nagelneu dazu. Und zwar im 2er-Set. Ja, im 2er-Set. Ich habe das nämlich als 4er-Set gekauft. Das heißt, noch zweimal nagelneu gibt es noch dazu. Dann habe ich hier noch so die einzelnen Ersatzteile. Hier ist noch eine, die ist noch in Ordnung. Die andere hier ist mir halt kaputt gebrochen. Ja, gibt es alles dazu. Die ganzen Ersatzteile. Und dann hat man noch zweimal CVDs für hinten oder für vorne und kann hier nochmal austauschen, falls was kaputt gehen sollte. Ja, ansonsten kann ich zu dem Auto eigentlich auch nicht mehr viel sagen, was mich extrem an diesem Auto stört. Für die Größe, er kippt ziemlich schnell um. Das ist natürlich hier den Abstand zu Schulde, weil der so super schmal ist. Ihr seht das, das ist nicht sehr breit und dadurch, wenn ihr schnell fährt, kippt er in jeder Kurvenart um oder wenn ihr zu schnell Gas gebt in der Kurve, dann dreht er sich sofort und. Oder wenn er ein Wheelie macht, dann knallt er nach links oder rechts. Also dieser kleine HPI, der kippt sehr, sehr, sehr schnell um. Wer damit kein Problem hat, der soll hier zugreifen. Ein sehr gutes Auto, finde ich. Und als SS-Version hat man hier auch gleich die Tuning-Dämpfer. Ansonsten sind die nämlich nur aus Plastik in der RTR-Version. Ja, kann ich nur empfehlen. Sehr geil, das Auto. Werde ich auch so als Roller bei eBay verkaufen mit der getunten Getriebebox, den Ersatz-CVDs und neuen Mitnehmern mit neuen Reifen. Das werde ich noch besorgen. Ja, was kann ich zu Karo sagen? Die Karo ist, naja, geht so. Hält auch einigermaßen gut was aus wie der Bullet, aber wenn es hier krass mal aufschlägt, dann hat man hier auch ganz schnell ein Loch drin. Das heißt, die Karo müsste auch mal ersetzt werden. Ja, aber das war's. Ansonsten hält die Karo eigentlich auch ziemlich viel aus. Ja, DBX, kurzes Review zum DBX. Ich hatte ihn noch nicht so lange, deswegen kann ich da nicht so viel geben. Aber ich gebe jetzt mal kurz das kleines Review darüber ab. Die Reifen, mit denen ich den gefahren bin, haben nicht den Go überlebt. Der Go hier hat der Go hier hat echt Power. Also das ist echt krass. Das ist mein Black Mamba. Und der hat richtig übelste Power. Und ich habe den natürlich hier in den 1.10er eingebaut. Und ich konnte natürlich die Leistung nicht wie in diesen kleinen Benzinschläuchen ausleben. Aber die Reifen mussten drunter leiden. Ja, ansonsten hat der Wagen ziemlich gut durchgehalten. Auch der Antriebsstrang hat nichts großartig verschlissen. Kyosho halt, die Stoßdämpfer sind derbe geil von Kyosho. Also ich finde die Stoßdämpfer ziemlich gut. Die Federn ziemlich geil, muss ich sagen.
Ja, aber wie gesagt, Reifen haben nicht ausgehalten. Ist auch nicht für einen dicken Motor geeignet. Was mich aber tierisch ankotzt bei Kyosho, und das finde ich auch immer scheiße bei Herstellern, die meinen, sie müssten immer eigene Sachen bringen, ist diese Motorhalterung. Also den Kyosho, den werde ich nicht verkaufen. Ich habe aber die Originalhalterung heil gelassen, damit man hier wenigstens noch einen Originalmotor befestigen kann. Aber ihr seht, man braucht hier so eine spezielle Kyosho-Motorhalterung. Oder man verbaut einen Kyosho-Motor mit einer 3-Punkt-Halterung. Das ist typisch Kyosho. Ich finde das so ekelhaft. Und damit ich hier den verbauen konnte, habe ich hier zwei Löcher gebohrt und hier was ausgefräst. Ja. Aber wie gesagt, das ist immer ein bisschen ärgerlich. Das heißt, mal kurz eben einen anderen 1:10er Motor einbauen. Schwuppsalups, sorry, Speicherkarte voll. Kann ja auch mal passieren, wenn man so viele Videos hintereinander dreht. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, das regt mich halt eben bei Kyosho auf, zumindest im Verbrennerbereich, dass man hier nicht einfach sich einen 1:10er Motor einbauen kann nach Wahl, sondern dass man immer auf so bestimmte Sachen achten muss. Das ist ziemlich ärgerlich, finde ich tierisch nervig bei Kyosho. In dem Fall ist es einfach so, dass erstens der Motor auf der falschen Seite sitzt. Normal ist es so, dass die Motoren auf der Seite sitzen, wegen dem Auspuffsystem und dem Resosystem. Hier haben sie es so gemacht, dass man eigentlich einen Motor braucht, der einen Seitenauslass in die Richtung hat. Ansonsten kann man hier keine Motoren installieren, wo das so geht, weil das ist nicht vorgesehen. Ne? Ja, das ist immer so, Kyosho speziell mit Motorhalterung finde ich total nervig, kotzt mich echt an. Also jeder Hersteller, der immer sowas Spezielles mit seiner eigenen Motorhalterung, wo man nicht einfach was anderes nehmen kann, ich hasse sowas, da kriege ich echt Plack. Ne? Ja, der Kyosho, der wird bei mir bleiben. Den werde ich auch nicht verkaufen, weil der ziemlich klein ist. Genauso eigentlich wie der HPI oder die HPIs. Aber den habe ich geschenkt bekommen und daher werde ich ihn nicht verkaufen. Allein schon aus dem Grund. Bei den beiden ist das was anderes. Den werde ich behalten, weil es einfach Nostalgie ist. Also das ist Rarität pur und die funktioniert auch noch richtig gut, wenn sie mal ordentlich festgeschraubt ist. Und ja, werde ich auch nicht verticken aus... Ja, weil ich den Sandmaster liebe, vom Motorgeräusch allein schon. Und bei dem HP ist es einfach so, das hier ist vergoldetes Geld, wenn ich den hier stehen lasse. Ne? Da können andere Leute mit Spaß haben, der ist nämlich noch tipptopp in Ordnung. Und ja, deswegen verkaufe ich den kleinen hier, wobei der mich auch nicht stört, ne? Von der Größe her. Das ist alles so ein Maß, wo man sagt, okay, das stört nicht. Passt auch in ein Regalfach rein. Ja, aber wie gesagt, der Savage wird auch weichen. Ja, und dann habe ich mal ein bisschen aufgeräumt, dann sind ungefähr 5 Modelle mal weg. Ja, und dann habe ich mal wieder Platz für einen neuen Monster Truck kaufen und einen neuen Buggy vielleicht. Ne? Also Monster Truck und ein Buggy. Ja. Der Virus ST übrigens, wollte ich auch noch ein Review zu machen, aber der ist momentan nicht ganz in vollen Stücken und da komme ich auch gerade nicht so leicht dran. Zudem kommt eventuell auch noch ein Review, den werde ich auch noch verkaufen. Also der wird wieder in Stand gesetzt, das vorne musste ich mir die Achse da klauen für den Terrier. Ansonsten wird der wieder zusammengebaut und dann wird der auch als Roller bei eBay verkauft. Ob ich da noch ein Review zu mache, weiß ich nicht. Ansonsten könnt ihr auch immer bei Facebook gucken, die ganzen Bilder etc., welche Autos ich alle habe. Oder schaut einfach mal meinen Kanal durch. Da könnt ihr euch auch noch die restlichen Autos angucken, die ich habe. Ansonsten war es das jetzt erstmal so im groben Überblick. Ich hoffe, dem einen und anderen konnte ich so das Stillen nach, welche Autos ich habe, die Gier danach beseitigen. Ich gucke gerade mal, vielleicht komme ich doch noch an den Virus ST ran. Moment. Nochmal ganz schnell. Hier ist der Virus ST auch. Karo mit Magnethalterung. Die ist auch noch so gut wie neu. Ich bin den so selten gefahren. Und ja, die Karo ist hier auch noch tipptopp in Ordnung. Ja. Ist eigentlich ganz in Ordnung, die Karo. Ja, ansonsten hier, wir sehen, er musste hier mal kurz was verleihen. Dazu eine andere Geschichte. Ich brauchte hier die Kardanwelle für meinen Terrier. Ja, wir sehen hier den Umbau, also den habe ich ja auch komplett umgebaut. Den habe ich hier, ach genau, hier war ja dieses Virus 3 ähnliche Gehalt, dieses Virus 3.0 Halterung, die habe ich umgebaut auf Virus ST. Hier haben wir auch noch die ganze Telemetrie-Kacke drin, weil ich das ja mit der Telemetriefunke behandelt habe. Was ist hier los? Ach, hier ist mir die Box kaputt gegangen. Die müsste ich neu holen. Ach, habe ich sogar noch neu. Habe ich sogar neu gekauft, fällt mir gerade ein. Ja, hier haben wir die Bluebirds, die Digital-Servos drin. Die sind wirklich sehr gut. Also die Servos, die haben richtig Kraft und Power. Ja, ansonsten finde ich den Virus ST
mittelmäßig. Ich finde ihn nicht so toll. Er ist nicht vergleichbar mit dem Terrier 2.0, wobei hier vorne die Halterung besser gelöst ist. Also hier haben wir weniger Spiel vorne drin. Das heißt, hier vorne ist der Spiel, den wir vorhin im Virus 2.0 hatten, im Terrier. Alter, jetzt komme ich langsam durcheinander mit den ganzen Autos. Die Lenkung hier vorne ist beim Terrier 2.0 ja extrem krass und hier ist das eben ausgemerzt worden. Ja, aber das Auto hier, ich muss mal gucken, dafür hatte ich echt wenig Zeit, ne? Das, ja, der Kyosho-Motor ist natürlich übelst geil. Ich liebe den Kyosho-Motor, der ist Hammer. Der kommt auch raus. Ich werde diesen Wagen, die neue Kardanwelle, hier habe ich nagelneu bestellt. Die ist auf dem Weg, die kommt nagelneu. Der Wagen wird auch sauber gemacht. Hier habe ich ja auch Carbon aufgewertet in Rot, hinten und vorne. Auch hier in der Mitte alles aus Carbon, hier auch Carbon und hier die Lenkung auch mit Carbon veredelt. Der Wagen wird aber auch als Roller verkauft, ist tiptop in Ordnung, ist noch so gut wie neu, auch Carbonbremsen sogar und Strang und alles. Ich kann dazu eigentlich nicht sagen, ich bin den Wagen nicht so oft gefahren, weil er mich nicht so anspricht. Ich wollte ihn eigentlich nur aufbauen, ich hatte eigentlich nur die Interesse den vom Aufbau her, aber der Wagen selber spricht mich überhaupt nicht an. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie, der macht mir nicht so viel Spaß, keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch übersättigt gewesen oder so, aber den wollte ich eigentlich nur aufbauen, ne? Ich hatte eigentlich nur die Interesse daran, dieses Auto aufzubauen. Ja, wird auch als Roller verkauft. Ansonsten ein tolles Auto. Kann ich eigentlich nichts sonst zu sagen. Funktioniert absolut in Ordnung bis zu dem Punkt, wo ich zuletzt gefahren bin. Ist es nichts kaputt gegangen, außer hier das Mitteldiff vorne, was mich echt ein bisschen aufgeregt hat, dass das hier sich so schnell verabschiedet hat. Das fand ich echt scheiße. Die Federung im Gegensatz hier ist eigentlich ganz in Ordnung. Die Federung ist eigentlich scheiße, ne? Aber das ist auch bei so einem Terrier so gewesen, weil die Dinger sind einfach, die haben einfach ein Gewicht mit dem Verbrennermotor und dann diese schlappige Dämpfer da einzubauen, ich weiß nicht. Naja, hier kommen sie wenigstens teilweise wieder hoch und vorne auch. Ja gut, hier fehlt jetzt der Reifen, ne? Wir müssen uns das so vorstellen. Vorne kommt er auch wieder hoch. Beim Terrier wäre das zack und dann wird der Terrier vielleicht so ein kleines Stück nach oben kommen und dann war es das. Hier kommt er wenigstens noch ein bisschen nach oben, ne? Und ich habe auch noch nicht auf Max-Federung eingestellt, sehe ich gerade. Also da könnte man noch ein bisschen was rauskitzeln aus der Federung. Ja, geht so. Ist okay, ne? Ja. Wird aber auch als Roller verkauft. Der wird tiptop wieder in Ordnung gemacht. Hier kommt die neue Kardanwelle. Wir sehen hier auch nochmal die Kugellager. Die sind absolut in Ordnung. Ne? Ein bisschen dreckig. Muss alles sauber gemacht werden. Dann kommt hier die neue Kardanwelle. Der Reifen wieder drauf. Wird alles blitzblank sauber gemacht. Zu allen Autos wollte ich noch da kurz zu sagen, weil das ist ja hier das Endvideo. Zu allen Autos muss ich noch sagen, gibt es die Aluteile teilweise wieder. Also ich werde für die Dämpferbrücken die Aluteile wieder mit reinpacken. Problem ist, dass ich die Carbon oder die Schablonen für das Carbon anfertigen musste, die Aluteile ein bisschen angeraut worden sind. Und deswegen gebe ich die zwar mit dazu, aber sie sehen nicht mehr so hübsch aus, weil sie außenrum so leicht Kampfspuren haben vom Anfertigen des Carbons. Aber egal, werden mit dazu gegeben. Das heißt, man könnte im Notfall die Carbon-Sachen hier wieder ausbauen und wieder die Alu-Teile einbauen. Und teilweise hier noch die Alu-Teile, die ich finde. Ja, wie gesagt, das hier ist ja ein Umbau auf Terrier 2.0, weil man das hier günstig kriegt bei eBay. Also dieses hier, dieses Gestrüpp hier kriegt man für 8 Euro und die Box kriegt man für 3,50 Euro oder so. Ne? Deswegen hatte ich mir die auch schon geholt. Also hier kommt eine nagelneue Box noch rein. Keine Angst. Das wird nicht kaputt verkauft. Ja, der Kyosho-Motor kommt hier natürlich raus. Tank und so alles bleibt drinne. Wird durchgereinigt. Schlauch kommt ab. Und Motorhalterung bleibt auch dran, ne? Dass diejenige einfach nur Motor reinbaut, neuen Schlauch, Servos rein und dann kann er loslegen. Ja, wird auch verkauft. Muss ich aber, wird wohl erst alles in 4 Monaten passieren eventuell. Oder in den 4 Monaten. Ich muss mal gucken, wenn ich mal die Zeit habe, so ein Auto zu reinigen. Ne? Ansonsten geht der eigentlich noch. Der ist noch ziemlich sauber gegenüber den anderen. Ja, auch mit Magnethalterung hier wieder veredelt. Ist auch nicht verkehrt, dieses Tuning. Dadurch geht immer die Karo ab und hat auch noch eine schöne Höhe dadurch. Ja gut, habe ich ihn euch auch noch mal gezeigt. Gut, das war's mit dem Infovideo. Eigentlich sollte das nur das Abschlussvideo sein und zu sagen sollen, was jetzt hier abgeht und so alles und dass es jetzt hier das Ende ist. Ansonsten, ja, hier steht auch noch Huntsman Racing drauf. Ist eigentlich von Carson gebaut worden, das Teil. Ich glaube, den hat Huntsman nicht mehr gebaut. Ja.
Gut, bevor die Speicherkarte jetzt hier auch noch zu voll wird, sage ich mit diesem Video goodbye, auf Wiedersehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Präsentation von meinen ganzen Autos, die ja so viele sehen wollten. Und dass die Autos teilweise verkauft werden, war irgendwann klar, weil, ja, ich würde gerne mal wieder neue Autos holen oder neue Aufbaukits würde ich gerne holen, um hier wieder mal ein bisschen was zu machen. Und da ich jetzt langsam aus allen Nähten platze und wie gesagt, der 1.5er ist da noch nicht mit drauf, den 1.5er habe ich ja auch noch und den Torch habe ich ja auch noch und. Also da sind ja noch hier TT01 habe ich ja auch noch und den Magnum und den Buggy und oh, da sind noch so viele Autos und die muss ich auch irgendwo unterkriegen und deswegen müssen die jetzt langsam mal verschwinden. Und bevor ich sie wegschmeiße oder verschenke, habe ich mir gedacht, ich verkaufe sie und von dem Geld, was ich dafür bekomme, kaufe ich einfach neue Autos für den Channel. Ne? So haben alle was davon. Ja. Okay, das war's. Ich bin's, euer Laser und wir sehen uns in meinem nächsten Video, was dann wieder kommen wird. Ich hoffe, das hat euch gefallen hier mit den Reviews und eigentlich wollte ich auch mal die ganzen Autos damit eigentlich nur mal zeigen. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin's, euer Laser. Wir sehen uns. Tschüss, bis in meinem nächsten Video.